Moin Leute, ich muss jetzt doch nochmal wieder ein Video machen, weil ich gesehen habe, dass es wieder neue BIOS-Updates für mein ASRock X370 Gaming K4 Mainboard gibt. Und das seit gestern schon. Unter anderem wurde AGESA jetzt auf 1.0.0.6a aktualisiert. Und dann gibt es noch ein weiteres BIOS-Update, was mit dem Display-Adapter zu tun hat. Aber ich habe das noch nicht ganz verstanden, worum es da geht. Da war von Display-Adapter in Kombination mit Wristlewitch die Rede. Ach ja, genau. Wristlewitch, das sind diese APUs, die ja noch auf Bulldozer basieren und jetzt ARM4-kompatibel gemacht wurden. Ja, eigentlich braucht man die gar nicht, weil Ravenwitch wird bestimmt interessanter werden mit einer Vega-Grafikeinheit. Ja, dann habe ich das wahrscheinlich verstanden, was dann damit gemeint ist. Ich dachte schon, hä, ein AMD Ryzen hat doch keine Grafikeinheit integriert. Warum gibt es da jetzt ein Update für? Aber AMD Ryzen, das wäre ja Summitwitch. Summitwitch und nicht Bristlewitch. Ja. Ah, schön. Dann wollen wir mal gucken, was das neue BIOS-Update P3.10 in Verbindung mit RAM-Stabilität uns beschert. Ja, ich habe noch den störrischen Corsair Vengeance LPX-RAM, der nicht mit mehr als 2400 MHz mit dem Ryzen 7 zusammenarbeiten möchte. Ja, die Geräuschkulisse ist gerade ziemlich laut, weil die Lüfter gerade auf Hochtouren laufen. Und wieso kriege ich... Doch jetzt, ich wollte gerade sagen, wieso kriege ich kein Bild? F2 drücke ich hier schon die ganze Zeit. Na komm. So, genau, da sieht man hier BIOS-Version P3.10 da oben. Der Arbeitsspeicher läuft jetzt mit standardmäßigen 2133 MHz natürlich und der Prozessor ist auch nicht übertaktet. So, ich würde mal sagen, ich nehme jetzt wieder meine standardmäßigen Einstellungen vor. Im Handbuch des Mainboards, da stand drin, dass dieser SVM-Mode standardmäßig enabled sein soll. Doch das ist er nicht. Diesen SVM-Mode, den brauche ich für meine Oracle VM VirtualBox, wo eine Windows Vista Maschine drin läuft. Ja, jetzt fragt ihr euch, warum zur Hölle habe ich eine Windows Vista VM auf meinem AMD Ryzen System? Einfach aus Neugier. Ja, weil ich Windows Vista irgendwie ein bisschen interessant finde. Auch wenn es natürlich nicht die beste Wahl ist, da ist Windows 7 natürlich doch deutlich besser. So, jetzt wollen wir die Lüfter hier mal wieder alle leiser machen. Nicht Mainboard, sondern CPU. Das ist der vordere CPU-Lüfter. Ich habe nämlich aus Versehen bei meinem SkyTmion 5 PCGH Edition den Frontlüfter an den optionalen CPU-Anschluss angeschlossen auf dem Mainboard. Der hintere Lüfter ist bei CPU Fan 1 angeschlossen. Das muss man halt nur wissen. Moment, da habe ich mich verklickt. Ach ja, ich habe jetzt übrigens auch den hier, den PWM-fähigen Arctic F12 am Heck installiert. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Ja, ich habe 10-minütigen Prime 95 Belastungstest gestartet und nach diesen 10 Minuten hat sich die CPU unter Volllast aller 16 Threads auf lediglich 62 Grad aufgeheizt. Die Spannungswandler waren mit 84 Grad auch noch im grünen Bereich. Da gibt es Mainboards, wo sich die Spannungswandler auf deutlich über die 100 Grad aufheizen können. Also,
Das ist nicht schlecht. Und dabei war die CPU übrigens auf 3,8 GHz übertaktet bei 1,30 Volt. Das ist beachtlich, 62 Grad. Also die Kühlung ist gut. Der muss auf DC gestellt sein, genau. Ja, jetzt wird's leise. Okay, das ist alles hier korrekt eingestellt. Gut. Okay, dann würde ich mal sagen, ich mache mir erstmal Save Changes and Exit. Dann sind diese Settings schon mal übernommen, dann brauche ich die nämlich nicht wieder alle neu setzen, wenn das mit dem Übertakten immer noch nicht klappen sollte, weil mein Arbeitsspeicher Hynix-Speicherchips verwendet und die wollen mit AMDs Ryzen nicht so gerne zusammenarbeiten. Ach, hier, F2 hätte ich beinahe vergessen zu drücken. Irgendwie kommt mir das gerade ein bisschen länger vor. Als sonst. So, dann mal gucken. XMP 2.0 Profile 1. Also ich bin jetzt echt baff, wenn der das so mitmacht. Ich stelle mal auf 1,37 Volt. So. Okay, dann mal gucken. Wahrscheinlich wird er es nicht mitmachen, so wie ich mein System kenne. Und den Arbeitsspeicher. Na, hört sich nicht gut an. Aber der neue RAM ist sowieso schon unterwegs. Ein Crucial Ballistics Sport LT. Dafür habe ich mich entschieden. Mit Micron-Speicherchips, die mit AMDs Ryzen recht gut zusammenarbeiten sollen. Das dauert jetzt wieder. Nee, also das funktioniert immer noch nicht, wie man das gerne hätte. Ich habe ja noch ein paar Tricks auf Lager. Dank der PC Games Hardware. Ja, vielleicht noch ein paar Worte nebenbei zu meinem PC. Der ist komplett luftgekühlt. Ihr habt in meinen Videos auch noch nie eine Wasserkühlung gesehen. Einfach aus dem Grunde, weil ich Wasserkühlungen nicht vertraue. Ja, also da habe ich auf jeden Fall ein bisschen Schiss, dass da ja irgendwie eine undichte Stelle sein könnte, dass mir die Wasserkühlung ausläuft. Und das ganze Szenario ist ja nicht von irgendwo weit hergeholt, sondern zum Beispiel beim YouTuber Gronkh ist die Wasserkühlung im PC schon mal ausgelaufen. Und auch beim PC Games Hardware Redakteur Raphael Vötter, der meiner Meinung nach es ein bisschen übertreibt mit seinen Hardwarekäufen. Aber das ist nicht mein Problem. Bei ihm ist nämlich auch die Wasserkühlung ausgelaufen und hat dabei das Netzteil mit in den Tod gerissen. Das wäre auf jeden Fall ein sehr schlimmes Szenario für mich. Das wäre der Albtraum. Deshalb keine Wasserkühlung. Mit Luftkühlung kriegt man das alles auch richtig gut gekühlt. Habe ich euch ja gesagt, nach 10 Minuten Prime 95 lassen mit einem übertakteten Ryzen 7700er Prozessor. Also, das ist möglich mit maximal 62 Grad. Ja, hier sieht man, er hat es mal wieder nicht übernommen. Dann stelle ich hier mal manuell die Timings ein bisschen hoch. So. Trotz neuer Agesa-Version funktioniert es immer noch nicht so, wie man es gerne hätte. Ach, wo war diese scheiß Spannung jetzt noch? Moment, ich muss hier eine bestimmte Spannung suchen. Ach ja, ich weiß wieder, wo man die findet. Das ist die CPU-Spannung. Hier, diese Spannung, die meine ich. Fixed Mode. Ich muss mal aus Sicherheitsgründen nochmal nachschauen. Ich weiß es wieder. Diese VDD CR SoC Voltage, die mit dem Speichercontroller zu tun hat,
dass man eine bessere Stabilität durch eine höhere Spannung erhalten soll, angeblich. Die soll man maximal auf 1,2 Volt stellen. Besser 1,1 Volt. Das mache ich jetzt mal, um eben die Stabilität ein bisschen zu erhöhen durch eine höhere Spannung, unter anderem für den Speichercontroller. So. Save, Changes and Exit. So. Englisch ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Ich habe das Gefühl, er macht es nicht. Nein. Okay, dann war der Kauf des Crucial Ballistics Sport LT 16 GB RAM Kits nicht verkehrt. Laut Amazon, wo ich das gekauft habe, soll es am Samstag geliefert werden. Also dieses 16 GB Crucial Ballistics Sport LT Speicherkit, das ja auch der Cracky für sein ASRock X370 Gaming Café Mainboard verwendet. Da hat er dieses Speicherkit nämlich schon auf 2933 MHz übertakten können. Und dieses Speicherkit hat sogar noch einen Dual Rank Aufbau. Ne? Ja, das werde ich auch nochmal in einem separaten Video erläutern, was es damit auf sich hat. Naja. Ja, okay, dann stelle ich die normalen Spannungen und so weiter wieder ein und die normalen Taktfrequenzen. So. Okay, den lasse ich auf 1,1 Volt am besten gleich stehen. Hat er 1,37 Volt nicht übernommen, macht nichts. 1,22 Volt habe ich dann immer eingestellt bei 2400 MHz. Ah, hier sind die Dinger. 16, 17, 17, 17, 36 habe ich hier eingestellt gehabt. Jetzt muss ich die Command Rate auf 2T setzen. Wo ist sie denn? Command Rate. So. Also müssen nicht, aber damit hat es jedenfalls stabil funktioniert. Moment, das wollte ich nur nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich noch irgendwas vergessen habe. Oder auch nicht. Das ist alles soweit in Ordnung? Ja. Dann weiß ich es auch nicht. Da seht ihr nochmal die Lüfterdrehzahlen und Temperaturen. Okay, das ist auch alles soweit eingestellt. Na gut, dann riskieren wir es. Damit müsste es aber funktionieren. Ich bin gespannt. Gut. Der startet. So, ich lasse Windows jetzt nochmal booten. Ich hoffe... Oh. Was war das denn? Abwarten. Ich hoffe, dass er jetzt nicht ganz so lange nochmal zum Booten braucht wie jetzt, sondern dass das jetzt nur beim ersten Mal der Fall ist und dann. Ah ja, jetzt schafft das. Ich habe ja eine SSD im Rechner, also eigentlich sollte das Betriebssystem schnell gebootet werden können. Aber da gibt es auch noch so einen Fast-Boot-Modus, den man im BIOS einstellen kann. So, jetzt kann ich mich hier anmelden. Ich müsste mal ein Profilbild hier einstellen. Sehe ich gerade. Na, ein bisschen nicht, aber könnte ich ja mal machen. So, und dann zeige ich euch jetzt nochmal hier, das war F-Stream. Gehe ich da nochmal kurz drauf ein, auf F-Stream. Moment. Ja, jetzt wird erstmal das ganze Paket hier im Hintergrund geladen. So.
Ja, es ist ein bisschen überbelichtet. Das weiß ich. Das kriege ich gleich hin. Am besten, ich mache jetzt wieder Autoeinstellungen. So. Ja, das flimmert jetzt so ein bisschen wegen der TN-Technik des Monitors hier im Video, aber das kann ich nicht ändern. Ja, muss man halt in Kauf nehmen. Achso, ich habe den AMD-Prozessor ja auch noch nicht übertaktet, sehe ich gerade. Das kann ich im Anschluss nochmal machen. Stimmt, wenn ich gerade dabei bin, dann zeige ich euch nochmal, wie man den Prozessor übertakten kann. Dazu wechsle ich ins BIOS. Man kann das auch mit dem F-Stream-Tool machen. Da kann man auch übertakten. Das ist ganz praktisch, wenn man dabei ist, den maximalen stabilen Prozessortakt zu ermitteln. Dann kann man das mit dem F-Stream-Tuning machen. Da braucht man nicht immer ins BIOS wechseln. Aber wenn man das in dem F-Stream-Tuning macht, dann steht das nämlich in dem Task Manager von Windows nicht drin, wie hoch der Prozessor taktet. Das erkennt das System dann nämlich nicht zuverlässig. Deshalb mache ich das direkt im BIOS. Dann steht überall auch 3,8 GHz. So, hier der Punkt CPU. Ich muss mal hier rauszoomen. Entschuldigung. Ich hoffe, ihr könnt das alles so einigermaßen erkennen. Jedenfalls der Punkt CPU Frequency and Voltage Change. Das ist die richtige Anlaufstelle. Die muss auf manuell gesetzt werden. Dann kann man hier die 3800 MHz eintragen. Bei 1,30 Volt habe ich als stabil ermittelt. So. Mehr muss man eigentlich hier nicht machen. Genau. Und SMT-Mode. Also Simultaneous Multithreading. Das kann man auf Enabled lassen. Da ich ja viel mit Videoschnitt zu tun habe, dank YouTube, ist das, denke ich mal, eine gute Entscheidung, SMT-Modus eingeschaltet zu haben. So. Okay. Change, save. Ach, ihr wisst, was ich meine. So. Ja, ich muss mal hier ein bisschen rauszoomen. Ihr solltet wieder gleich Fokus bekommen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Nicht wundern. Ja, das kriegt die Kamera schon ganz gut hin. Mit Zoom und Autofokus. Das begeistert mich immer wieder beim Neuen. Wie gut die Kamera eigentlich ist von der Videoqualität her. Also Autofokus und Zoom, die arbeiten gut zusammen, muss ich sagen. Also ich bin selbst immer wieder erstaunt darüber. Ne? Genau, jetzt hat die Kamera Autofokus. Ja. Die Tonqualität könnte noch besser sein. Ja, gerade wenn man Konzertauftritte festhalten möchte, könnte die Tonqualität noch besser sein. Aber so für YouTube reicht es ja. Oh. So, jetzt müsste der Arbeitsspeicher, sage ich ja schon, der Prozessor auf 3,8 GHz übertaktet sein. Das steht hier nämlich auch im Task Manager drin. Achso, hier sieht man im Task Manager die Auslastung aller 16 Threads. Vielleicht ist euch das auch neu, dass man hier diese 16 Threads sehen kann. Das geht ganz einfach, indem man hier rechts mit der Maustaste draufklickt und dann Diagramm ändern in Gesamtauslastung. Ne? So kennt man das ja standardmäßig. Die Ansicht der CPU-Auslastung. Einfach hier mit der rechten Maustaste draufklicken, dann hier Diagramm ändern, innen sagen, logische Prozessoren, dann sieht man nämlich die Auslastung aller 16 Threads. Ich muss gestehen, das wusste ich vorher auch noch nicht. Das habe ich erst durch einen meiner Zuschauer erfahren. Ja. Weil ich habe diese Ansicht mit der Auslastung aller 16 Threads lieber als die normale. Okay, jetzt ist das System erstmal wieder hier einsatzbereit. Gut, bis zum nächsten Mal. Ja, auch
Das neue AGESA-Update 1.0.6 bringt in Verbindung mit Hynix-Speicherchips keine Verbesserungen. Aber der Crucial Ballistic Sport LT RAM mit Micron-Speicherchips ist bereits unterwegs. Und dazu wird es natürlich auch wieder ein Video von mir geben. Ihr kennt mich ja. Ja, dann noch schöne Grüße. Bis zum nächsten Video dann mal wieder.